Hallo und herzlich willkommen auf Realtor.de. Wir schauen uns nun an, wie man die Ergebnisse der letzten beiden Videos, also wo es um das Lotto ging und wo es um das Beispiel mit dem Mastermind ging, wie wir das jetzt zusammenfassen können, allgemein in der Tabelle. Dafür können wir ein anderes Beispiel nehmen, und zwar hat einfach eine Losurne oder irgendeine, was weiß ich, irgendeine Schüssel. Ja? Und jetzt, das sind N verschiedenfarbige Kugeln drin, also ganz allgemein. Und jetzt ziehe ich K-Stück raus, also wenn zum Beispiel N20 wäre, 120 verschiedenfarbige Kugeln rein. Und dann ziehe ich zum Beispiel 5, K gleich 50, dann 5 Stück raus. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ob ich die Kugel zurücklege, die ich gezogen habe oder nicht. Das heißt, ob mehrfach Möglichkeiten drin sind oder nicht. Andere Möglichkeit ist wichtig, welche Reihenfolge das gezogen wird. Das heißt zum Beispiel, im Lotto war es ja nicht wichtig, ob da zuerst die 17 und dann die 42 oder erst die 42 und dann die 17 kommt. Dann im Mastermind war die Reihenfolge der Farben wichtig. Und genau nach diesem Schema kann ich jetzt die Formeln benennen. Wenn zurückgelegt wird, das heißt, wenn ich die Kugel rausnehme und dann wieder zurücklege. Und die Reihenfolge ist wichtig. Das war also das Beispiel Mastermind. Und ich habe mehrfach Farben möglich gemacht. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit n hoch k. Das hatten wir in dem Video. Wenn ihr es nicht mehr genau wisst, könnt ihr nochmal nachschauen. Was passiert, wenn Zurücklegen nicht möglich ist, aber die Reihenfolge wichtig ist? Also zum Beispiel Mastermind, wenn mehrfach Farben verboten wären, dann wäre das n Fakultät durch n minus k Fakultät. Wie sieht es aus, wenn die Reihenfolge unwichtig ist, also wie beispielsweise im Lotto, aber zurückgelegt werden würde, was bei unserem Lotto eigentlich passiert. Aber stellen wir uns vor, nach jeder gezogenen Zahl würde die Kugel wieder zurückgelegt. Dann war das die Formel n plus k minus 1 über k. Während dieses Klammern, eine Zahl steht oben, eine Zahl steht unten, das ist der Binomialkoeffizient. Binomialkoeffizient kann ich dann nochmal hinschreiben, ist n über k, lässt sich ausrechnen durch n-Fakultät durch k-Fakultät mal n minus k-Fakultät. Und die letzte Möglichkeit, das heißt, wenn die Reihenfolge egal ist, aber die Kugeln nicht zurückgelegt werden, also wie es bei unserem Lotto der Fall ist, dann haben wir einfach die Möglichkeit n über k. Also in unserem Beispiel war das 49 über 6. Nach diesen vier Schemen kann man ganz, ganz, ganz viele Zufallsexperimente einordnen und dann natürlich auch sofort sagen, wie viele Möglichkeiten, wie viele verschiedene Möglichkeiten es dann bei den Ausgängen dieses Zufallsexperiments gibt. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.realtor.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.